Demokratie ist für mich ja schon mal eine gute Sache. Gleichberechtigung für alle Bürger, das Wahlrecht und die freie Meinungsäußerung. Ich kann tragen, was ich tragen möchte, glauben an das, was ich glauben möchte und lieben das, was ich lieben möchte. Ohne Angst, verfolgt, weggesperrt, diskriminiert oder gar getötet zu werden. Dass es keinen Alleinherrscher gibt. Sondern dass man alles zusammen entscheidet als Gesellschaft. Unabhängig davon, ob man jung oder alt ist, Mann oder Frau oder woher man kommt. Also einfach die Tatsache, dass sich jeder Bürger an politischen Entscheidungen beteiligen kann, wenn er möchte. Das ist doch schön, dass wir auch ein Recht haben, etwas mitzusagen. Man kann über sein Land mitbestimmen. Was will man mehr? Das Wort Befreiung ist für mich der erste Schritt für eine Besserung einer Situation oder Lebenslage. Eine zuvor nie dagewesene Hoffnung erscheint auf einmal. Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch frei leben dürfen. Und sich keine Sorgen machen zu müssen, dass man gleich vielleicht wegen seinem Glauben oder wegen seinem Aussehen verurteilt wird. Freie Entscheidungen treffen zu können, frei meine Meinung äußern zu können und an das glauben zu können, was ich möchte. Dass ich sein kann, ohne diskriminiert, unterdrückt oder gemobbt zu werden. Befreiung bedeutet für mich, sich frei von etwas zu machen. Ich befreie mich zum Beispiel von Dingen, die mir nicht gut tun. Wie zum Beispiel von Gefangenschaft, von Unterdrückung oder auch vom Nationalsozialismus. Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung, weil das Grauen und die Unmenschlichkeit des NS-Regimes vorüber waren. Der größte Tag, denke ich, für alle Menschen in Deutschland. Deutschland hat eine Chance gewonnen, die Chance, Deutschland wieder aufzubauen. Dieser Tag ist für mich wichtig, weil ich genau weiß, dass Deutschland an diesem Tag einen sehr großen Sprung gemacht hat. Dieser Tag ist für mich wichtig, weil ich dadurch in Frieden, in Freiheit und in einer Demokratie aufwachsen konnte. Weil dieser Tag der Anfang von einem neuen Deutschland war. Schritt für Schritt wurde Deutschland zu dem, was es heute ist. Ein Land, in dem jedes Individuum von Geburt aus frei ist. Ein Recht auf Religionsfreiheit, auf Meinungsfreiheit, auf Asyl, Leben, Demokratie und vieles mehr hat. Ich persönlich möchte mir nicht gerne ausmalen, was passiert wäre oder wie die Welt heute aussehen würde, wenn es diesen Tag bzw. diese Befreiung nie gegeben hätte. Es ist wichtig, dass sowas wie der Nationalsozialismus nie mehr passiert, da kein Mensch verspottet oder sogar getötet werden sollte, nur weil er so ist, wie er ist. Und dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, damit man nie vergisst, was geschehen ist. Dass wir so leben, wie wir jetzt gerade leben, dass sich andere Kulturen anfreunden, dass man zusammen rausgehen kann und so. Ich finde das schon echt eine tolle und schöne Sache. Anders und neu ist nicht schlecht, im Gegenteil. Es ist doch schön, andere Bräuche, Kulturen und Sitten kennenzulernen. Man muss die ja nicht ausleben. Leben und leben lassen. Wir haben in Europa das große Glück, dass wir in Frieden und in Freiheit leben dürfen. Um dieses Glück zu bewahren, müssen wir mit friedlichen Mitteln dagegen kämpfen. Ich meine, es ist doch so egal, was für eine Sexualität, Nationalität, Religion, Hautfarbe oder sonstiges man hat. Mensch ist Mensch. Wir dürfen rassistische Aussagen nicht tolerieren. Macht die Leute darauf aufmerksam, was solche Aussagen anrichten können. Demonstriert gegen rechte Ströme und gegen Populisten, damit sowas wie im Jahr 1933 niemals wieder passieren kann.